Bevor das Video jetzt so richtig losgeht, ist das hier nochmal eine Spoilerwarnung. Jeder, der nicht über dieses Easter Egg oder besser gesagt über Lantia gespoilert werden möchte, sollte sich dieses Video nicht anschauen. Wenn ihr aber sehen wollt, wie ihr diesen Anzug, diesen Raumanzug craften könnt, dann bleibt jetzt dran. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren kurzen informativen Video. Wir haben etwas Neues gefunden und hierbei geht es um Lantia und die Bohrinsel Phoenix. Wir waren heute auf der Bohrinsel und haben tatsächlich verschiedene Nylonschnüre gefunden und wir haben herausgefunden, dass wir diese brauchen, um diesen Raumanzug herzustellen. Das bedeutet, ihr braucht 3 verschiedene Nylonschnüre und eine Blaupause, die ihr im U-Boot bei Scud 12 oben im Norden im Schnee findet. Wenn ihr das alles habt, plus die NAC Athena Full Access Karte, könnt ihr euch diesen Raumanzug basteln. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir das heute geschafft haben. So, guck mal, hier ist ja überall Licht an. Okay, ich probiere jetzt mal nur kurz, ob die Dinger da überhaupt reingehen. Oh, oh. Klar. Oh, sie gehen rein, liebe Leute. 3 Stück brauchst du. Aber was ist das Schwarze denn, was wir noch haben? Gute Frage. Vergesst nicht, das sind für verschiedene Teile Schmetzi-Baupläne, ne? Eben am Fluss. Achso, ja, stimmt. Da müssen wir gucken, wahrscheinlich legen den Bauplan irgendwo ein. Ihr könntet mir ja diesen Bauplan abkaufen, ne? Für 50.000 von jedem. Alter, zieh dir das rein! Braucht den jetzt nicht so dringend. Also. So, wo muss ich den reinpacken? Hier? Da in den Computer rein. Erstens, entweder ins erste oder in den zweiten Slot. Also die Fäden sind schon mal drin. So, dann was muss ich noch reinpacken jetzt? Bestimmt dieses Ding hier. Das passt nicht. Und die doch. CD passt rein. Aha, okay. Hast du Zugangskarte brauchst du noch. Ah, hier, die. Oh. Und jetzt oben in das rechte oder das vorletzte Plus. In das mittlere, das EMAG-Flusskontrollmodul. Ne, das geht nicht. Alles drin. Alles ist drin? Alles drin. Okay, wer will? Ich drück mal auf F. Ja, drück mal. Oh mein Gott. Holy shit, was macht das Ding jetzt? Das wäre ja so cool, wenn jetzt dieser Anzug gedruckt wird. Stell dir mal vor, das dauert jetzt eine Stunde. Oh, ich bin so geregt auf. Aber nicht, dass wir uns jetzt da hätten hinlegen müssen, dass das Ding uns andruckt oder so. Machst du es noch kaputt? Komm runter da. Ich will das probieren. Ja, zieh ihn dir rein. Oh oh. Jetzt hast du es kaputt gemacht, Schmerzi. Toll. Dir fehlt noch was, oder? Weil oben ist doch gar nichts drin, da ganz oben. Nein, ich glaube, das braucht eine Weile. Er bearbeitet es ja gerade. Die Sachen sind ruiniert. Ja, ich glaube, der macht das gerade. Ja, der macht das gerade. Also, da ist ein Anzug. Holy shit. Okay. Aber wir haben jetzt nur noch die Karte. Wir brauchen jetzt wieder eine CD und wieder Spulen. Ja. Wie kann man den Anzug rausholen? Oben kannst du ihn einpacken, ja. Ja, Mann. Und du kannst ihn auch in den Schrank packen. Wie viel Platz braucht der? Na, der Kopf braucht nicht so viel, aber der Anzug wahrscheinlich. Oh Gott, den kannst du gar nicht einpacken, den musst du anziehen. Ja, aber wenn man den jetzt anzieht, kann man den wieder ausziehen? Warte mal, wenn ich muss das... Muss man vielleicht alles ausziehen? Ja, wenn, dann denke ich schon, dass du alles, dass du nackt sein musst, um das Ding anzuziehen. Er hat ihn an! Er hat ihn an! Jetzt musst du aber hier die Sauerstoffflasche und die Batterie noch in den Anzug rein, Dinger buttern. Alter, guck dir das Ding mal an. Oha. Oha. Ist die Batterie drin? Nein, ich hab noch gar nichts drin. Mach mal die Batterie kurz rein, dann macht er bestimmt das Visier runter. Ah, die Batterie kam hinten rein. Ah, das ist das, was leuchtet am Rücken. Okay, das ist jetzt aktiv. Er hat eine Lampe jetzt, ja. Okay. Und jetzt die Sauerstoffflasche? Die müsste an der Hüfte sein, so wie ich das in dem Trailer gesehen habe. Jawohl, okay. Okay, kannst du das Visier runterklappen? Wie? L gedrückt halten vielleicht?
Schnell geht nicht das an. Licht. Aha! Wie hast du denn das gemacht? Ha. Alter Schwede, okay. Also wissen wir, was wir brauchen. Wir brauchen 3 solche Spulen, diese CD und die Karte. Wie lagern wir die Anzüge? Wir müssen ja 3 an. Oder wir lagern die Karten und die Teile erstmal ein, bis wir 4 Anzüge machen können. Und dann gehen wir hierher, machen die Anzüge, ziehen die an und. Das wäre eine Option. Ah, die Blaupause ist auch ruiniert. Jetzt brauchen wir noch 3-mal das Modul. Würdest du dir das aufschreiben, was wir brauchen? Also welche Rollen? Das war rot, blau und orange war das. Orange. Ja. Was machen wir mit der schwarzen? Weiß ich nicht. Also blau habe ich noch 2-mal. Das heißt, 2 Anzüge würde auf jeden Fall noch gehen. Schwarz, oder? Alter. Neus, wie fühlst du dich da drin? Geil. Genital. Wie fett das aussieht. Einfach ein neuer Anzug mit dem 3D-Drucker hergestellt. So, liebe Leute, wir sind auf jeden Fall schon einen Schritt näher, Lantia richtig zu entdecken. Also, was wir herausgefunden haben ist, am U-Boot gibt es eine Blaupause, das ist eine CD. Die müsst ihr finden. Ihr braucht die NRC Access Full Athena Card und ihr braucht 3 Nylonschnüre. Einmal orange, blau und rot. Wenn ihr das habt, könnt ihr zur Bohrinsel gehen und diesen Anzug herstellen. Wichtig dazu noch zu sagen ist, ihr braucht definitiv diesen CO2-Behälter, also diesen Sauerstofftank, und ihr braucht noch die Batterie für den Anzug. Wo ihr das finden könnt, ist in Athena 2, Athena Research, also alles, was mit Athena zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß, das Ganze selber umzusetzen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Das sollte nur kurzes Infovideo sein. Also, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.